In Passau sind Fun-Sportlerin Michaela und ihr Freund Hansi zu einem Erotik-Shooting mit Andrea Grallinger verabredet. Michi hat schon öfter für die Fotografin vor der Kamera gestanden und freut sich auf das Wiedersehen. Hey. Hi. 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 Hey, endlich. Endlich. Wie war die Fahrt? Gut. Super. Nervös die ganze Zeit. Oh, ich bin so gut. Froh. Ja, wirklich. Ausgezeichnet. Also die Michi habe ich kennengelernt durch mein Fotoprojekt Ganz schön krank, bei dem ich Menschen mit Handicaps porträtiere. Und das Reha-Klinikum in Ulm hat mich angefragt, ob ich denn die Michi denn nicht in diese Galerie aufnehmen möchte. Und mir ist die Geschichte von der Michi erzählt worden und auch Bilder geschickt worden. Und da war für mich klar, dass ich dahin muss. Und ich habe sie dann in Augsburg bzw. in Ulm porträtiert und seitdem haben wir Kontakt. Diese Bilder entstanden während Michis Reha-Zeit. Vor 2 Jahren hatte sie 2 Rückenmarksinfarkte und sitzt seitdem im Rollstuhl. So, Michi, was hast du überlegt für das heutige Make-up? Ich habe gedacht, vielleicht könntest du mir Smoky Eyes machen und ein bisschen Lippen. Smoky Eyes sind super. Richtig sexy halt, ne? Mach mal. Es gibt viele Gründe, wieso ich diese Fotoshooting mache. Einmal, um zu zeigen, dass eine Frau im Rollstuhl auch sexy sein kann und anziehen für andere. Es gibt auch einen Grund, wo ich gehört habe im Nachbarschaftsleiter, dass ich für die Männerwelt ausgestorben bin. Ich finde das nicht. Das ist eigentlich von meinem Freund, von den Hansi. Ah, okay. Und ja. Aber ich zeige die Bilder auch am Facebook und so, damit andere Behinderte sich auch trauen, ein bisschen mehr. Cool, okay. Weil ich finde, ich bin zwar gelähmt, ich habe trotzdem ein schönes Körper. Und dass das meine Beine nicht funktionieren, bedeutet noch lange nicht, dass ich Sex haben kann oder mich verstecken muss oder sonst noch irgendwas. Ja. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil das sollte halt nicht irgendwie so einen Bad Touch kriegen. Aber da ich dann gehört habe, dass das die Kreilinger Andrea macht, war ich mir relativ sicher, dass die das schon richtig in Szene setzt. Halt perfekt. Ich hatte flachen Bauch, ich hatte lange Beine, war sehr sportlich, jetzt sitze ich im Rollstuhl. Ich finde mich schon hübsch, aber nicht so hübsch wie früher halt, weil manche Muskeln sind halt nicht da und die kann ich auch nicht erzaubern. Irgendwo aufhängen, vielleicht in der Querschnittsklinik, vielleicht auch Freunden zeigen. Und damit die Männer sich umdrehen, nicht nur, weil ich im Rollstuhl sitze und auch die Arme, sondern damit die Männer auch sagen, hey, was für eine hübsche Frau. Vielleicht kann man sie für Getränk einladen, ja? Das ist doch Hammer, oder? Das ist ja super. Das bin ich? Ja. Oh, der Make-up ist super, gell? Ja, hallo, schöne Frau. Danke, wie soll ich das denn? Foto ist immer nur so gut wie das Motiv. Ja, Michi ist fotogen, gell? Ja. Na, ohne Schmarrn jetzt, das sind jetzt auf kurze Zeit extrem
tolle Fotos und viel tolle Fotos entstanden. Gewagt und gewonnen. Mit dem Shooting sind alle zufrieden. Sport bedeutet für mich gute Figur. Sport bedeutet für mich abends eine Tafel Schokolade essen zu können, weil ich morgen, keine Ahnung, was Monoski fahren gehe, ganzen Tag, und das verbrenne ich einfach leicht. Hab mir gedacht, ich kann niemals wieder so Wege gehen wie jetzt, gell? Ja. Das ist eigentlich brutal, dass ich durch Zufall an dich gekommen bin. Ja, ich habe diese kleine Vorsatzrolle entwickelt für Rollstühle. Das schafft ein bisschen Mobilität. Man kommt leichter über schlechte Wege, Wiesen. Man muss nicht so viel kippen im Rollstuhl. Das ist einfach ein vereinfachtes Fahren. Und Michaela habe ich den Snolly gleich hingemacht und sie war begeistert. Snollen ist leichter. Man kommt schneller vor als mit normalem Rolli. Aber es ist Sport einfach und es ist auch anstrengend. Kurze Pause? Ja, das war super. Wie oft snollst du eigentlich? Ja, so 2-3 Mal in der Woche schon. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Jetzt letztes Mal habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Ja, trotzdem, du musst raus an die Luft. An die Luft. Ich weiß. Komm, jetzt drehen wir noch eine Runde. Ja, jetzt fahren wir mal da unten und da oben machen wir mal richtig Speed. Okay, machen wir. Bisschen Muskelaufbau. Geil. Komm. Ich komme. Ja. Die Steine sind hart, gell? Ja. Aber mit dem macht Sport Spaß. Ja. Du hast noch nicht richtig angefangen, ich bin schon am Ende. Genau. Nach einer Stunde im Gelände sind die Frischlufttanks gefüllt. Oh, durch die Bäume. Voll geil. Muss man oft das machen, Alex. Das machen wir jetzt, gell? Spaß gemacht, ey.